Nein. Nope. Und wozu überhaupt ein Codewort? Verstehst du denn nicht? Der Yeti im Eis. Erst war da der Yeti, dann habe ich erneut hineingesehen und plötzlich war da ein heruntergekommener Mensch, ein Gefangener, wie ich erst dachte. Ja, und bei mir war dann ein gut aussehender Abenteurer. Exakt, jetzt hast du es begriffen. Naja, noch nicht ganz. Ist dir denn nicht klar, was das bedeutet? Nicht wirklich. Der Yeti ist ein Gestaltwandler. Bam, bam, bam. Mhm. Und weil der Yeti ein Gestaltwandler ist? Kann ich nie sicher sein, in welcher Gestalt er sich hier reinschleicht. Und deswegen das Codewort. Richtig. Der haarige Bursche hat mich lange genug an der Nase herumgeführt. Aber jetzt kenne ich sein Geheimnis. Aha. Und wie lautet das Codewort? Melon. Okay. Auch nicht schlecht. Ich brauche feinstes Maschinenöl für die Reparatur der Mary. Ich habe solches Öl. Eine ganze Kanne voll. Echt? Ausgezeichnet. Doch ich kann es dir nicht geben. Ach Mann. Ich brauche es für mein Yeti-Kostüm. Was? Ich brauche nicht viel, nur ein paar Tropfen. Und was, wenn genau diese paar Tropfen den Unterschied zwischen Sieg und Niederlage ausmachen? Und was, wenn ich mich an den Yeti heranschleiche und kurz bevor ich ihn habe, mein Anzug quetscht? Und ich dann denke, hättest du dem netten jungen Mann besser nicht dein feines Maschinenöl gegeben, dann hätte jetzt... Ist ja gut. Das heißt, erst wenn du den Yeti gefangen hast, bekomme ich das Maschinenöl. Richtig. Großartig. Na toll. Kennst du diese Viecher, die dort hinten beim großen Felsen hausen? Oh ja, ganz erstaunliche Kreaturen. Sie scheinen technologisch sehr fortschrittlich zu sein. Und sie verfügen über ungewöhnliche körperliche Fähigkeiten. Sie können sich sehr dünn machen. Es scheint, als hätten sie keine Knochen im Körper. Was sind das für Wesen? Vielleicht eine Pinguin-Mutation? Möglich. Ich fand es schon immer verdächtig, dass Pinguine im Schnee leben, aber kein Fell haben. Diese Tierschutzaktivistin da draußen. Och, lass mich in Ruhe mit der! Was kannst du mir über sie erzählen? Nicht viel, eine Radikale, eine Spinnerin. Hat meine Yeti-Fallen sabotiert, weil sie verhindern wollte, dass ich den Yeti fange. Sie meinte, dass kein Mensch ein Tier einsperren sollte. Und dass sie hoffe, der Yeti würde mich in eine eisige Felsspalte werfen. Sie liebt die Tiere. Solche wie sie stehen dem Fortschritt im Weg. Schau dir an, wie weit wir es gebracht haben. Wir haben Maschinen, die tödlicher sind als Zaubersprüche. Wir haben Geräte, von denen wir vor 10 Jahren noch nicht einmal wussten, dass wir sie brauchen. Ohne die moderne Wissenschaft würden wir immer noch in Höhlen leben. Naja. Wenn du das sagst. Nicht wirklich eine Verbesserung, wenn ich mir das hier ansehe, aber egal. Auf Wiedersehen, Cornelius. Versuch nicht, auf den Kopf zu fallen. Okay. Ich hab da so eine Idee. Wenn Cornelius so verrückt ist, wie ich glaube, könnte ich ihn mir damit vielleicht aus dem Weg schaffen. Hoffen wir mal. Jetzt sperren wir uns ein. Hey Cornelius! Wie lautet das Codewort? Brutzelberger Landleberwurst. Du bist der Yeti. Und du bist im Käfig. Sieht so aus. Dann habe ich gewonnen. Wenn du meinst. Das ist ja fantastisch. Moment. Das war zu einfach. Warum sperrst du dich selber ein? Das macht keinen Sinn. Es sei denn, du gutes Geschöpf, hast du es denn auch bequem dort im Käfig? Hier im Käfig? Könnte ich ihn vielleicht auch einmal ausprobieren? Diesen Käfig? Ja, warum nicht?
Nun, also... Nun komm schon. Oder hast du etwa was zu verbergen? Nein, aber... Also gut. Naja, oder? Oh Mann. Cornelius ist doch nicht wirklich so bescheuert, oder? Okay. Er ist wohl doch so bescheuert. Ja! Endlich habe ich dich! Oh nein! Du dachtest wohl, du könntest mich hinters Licht führen, oder? Aber nein, mich nicht! Mich nicht! Es war ein perfider Plan. Du hast nach und nach alles aus meiner Höhle in die Zelle geschleppt und wolltest mir weismachen, ich wäre in Freiheit, während ich tatsächlich die ganze Zeit in der Zelle saß. Wie lange wolltest du diese Spielchen mit mir spielen, Yeti? Naja... Du warst ein würdiger Gegner, das gebe ich zu. Aber am Ende war ich eben doch ein bisschen schlauer als du. Jetzt sitzt du da in deiner Falle und ich werde meinen Kollegen endlich den Beweis für deine Existenz liefern können. Sobald ich die Geheimtür gefunden habe, die nach draußen führt. Tja, ich gebe mich geschlagen. Manchmal dachte ich, ich verliere noch den Verstand. Aber es hat sich gelohnt. Es hat sich alles gelohnt. Ja, du hast gewonnen. Vielmehr interessiert mich, wo... Ah, da ist es. Eine Kanne feinstes Maschinenöl. Tja, Cornelius. Viel Spaß in deinem Gartenzelt. Oh mein Gott. Einfach nur bekloppt. Hier, meine Freunde. Erdbeer Maschinenöl. Ich habe Maschinenöl aufgetrieben. Ausgezeichnet. Fehlt nur noch der Kolben. Ja, den werden wir auch wieder schaffen. Aber erstmal müssen wir wohl die Flasche wohl nachfüllen. Also, ja, für die Flasche mit Wasser auf. Okay. Oh, willst du nicht? Na gut, dann geben wir Nate die Flasche zurück, dann füllt er sie auf. Oh, toll. Immer diese Umstände. So machen. Nein. Füllen wir die Flasche mit Wasser auf. Nein, da ist noch ein Rest gelblicher Flüssigkeit in der Flasche. Und was immer das ist, befreie es besser nicht aus einem gläsernen Gefängnis. Okay. Warum nicht? Okay. Das Etikett hat sich vom Kanister gelöst. Ah. Machen wir es doch auf die Flasche. Ich habe das gelbe Etikett auf die Flasche geklebt. Solange es feucht ist, wird es halten. Bingo. Jetzt sieht es doch aus wie der Brandy. Da. Das heißt, wir können jetzt endlich die Flaschen austauschen. Dum, 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 dum. Ach, ist das schön. Jetzt können wir nicht die Flaschen austauschen. Und? Lass dich mal klappen. Sie hat nichts gesagt. Super. Ja, bitte, Wendy. Lalalala. Jetzt müssen wir wieder fies zu den armen Pinguin sein. Fülle den Pinguin mit Wendy ab. Nate würde das nicht machen, dem Vieh ist natürlich scheißegal, ob das Vieh, ob der Pinguin leidet. Ja, ach so. Gluck. Ist da Vieh im Bein? Oh Mann.
Okay. Was bringt das jetzt? Okay. Ja, ist ein besoffener. Stachle den Pinguin an, okay? Okay. Juhu! Einer weniger. Toll. Wie scheint, ist da gerade eine Stelle frei geworden. Super. Öffnen wir mal die Luke. Oder versuchen wir es zumindest. Ich wage zu bezweifeln, dass sich die Luke von hier aus öffnen lässt. Ach man. Da tut sich gar nichts. Ach, na gut, reden wir mit der schwarzen Wache. Wenn die Viecher keine Dampfmaschinenkolben haben, dann ist Munkos Schiff wohl die einzige Alternative. Ja. Also los. Halt! Wer sind Sie und was wollen Sie? Mein Name ist Petrik, Tierschutzaktivist. Mein Name ist Müllermann, ich komme von der Gewerkschaft. Mein Name tut nichts zur Sache. Ach, wir waren mal lustig. Mein Name ist Petra, ich bin Tierschutzaktivistin. Tatsächlich? Klar, ich liebe alle Tiere, auch die hässlichen. Hätten Sie nicht wenigstens sagen können, Sie seien der Yeti-Spinner? Den sieht man meistens in Verkleidung und den hätte ich Ihnen vielleicht sogar abgenommen. Also, wer sind Sie? Schade. Ich komme von der Gewerkschaft und bin hier, um mich über die Arbeitsbedingungen an Bord zu informieren. Alles in Ordnung, junger Mann? Sie wissen schon, was der Chef mit den Jungs gemacht hat, die einen Betriebsrat gründen wollten? Will ich es wissen? Nein, wollen Sie nicht. Und Sie wollen auch kein Gewerkschaftsvertreter sein. Also, wer sind Sie? Mein Name tut nichts zur Sache. Ich habe deinem Boss ein Angebot zu machen. Ein Angebot, das er nicht ablehnen kann? Na, Mann. Natürlich könnte er es ablehnen, aber dafür muss er es sich erst einmal anhören. Da ist was dran. Gehen Sie rein. Aber wenn ich Ihnen einen Tipp geben darf, reizen Sie ihn nicht. Okay. Na dann, reden wir mit Mokus. Moment! Sie dürfen rein! Aber das da kommt mir nicht aufs Schiff. Warum nicht? Sorry, Kleiner. Warte hier auf mich. Wenigstens merkt das Vieh so nicht, dass es mir nur um den Kolben geht. Oh, na gut. Gehen wir da rein. Hallo, Mokos, alte Socke. Wer bist du? Und warum sollte ich dich nicht qualvoll umbringen? Ja, gute Frage. Mein Name ist Nate und ich bin zu jung zum Sterben. Also... Moment! Ich kenne dich. Bist du nicht einer dieser kleinen Diebe aus Grogzen? Ich bin kein Dieb. Natürlich nicht. Man tut, was man tun muss, oder? Das ist die richtige Einstellung. Man muss jede gute Gelegenheit ergreifen, die sich einem bietet. Nur so kommt man voran in dieser Welt. Also, was willst du? Ich habe viel zu tun. Ja, gute Frau. Ein Herr für das Schatten hätte ich in diesem Breiten nicht erwartet. Ich würde sagen, du hast ihn etwas gestohlen. Benötigt ihr einen Kolben für eine Dampfmaschine? Du hast ein Schiff, ich habe ein Schiff. Sollten wir uns da nicht einander aushelfen? Ich wüsste nicht, was ich von dir haben wollte. Also ich hätte da zufällig einen Wunsch. Ich bräuchte einen Kolben für eine Dampfmaschine. Was bietest du mir dafür? Was willst du denn haben? Alles, was ich brauche, um mich meiner lieben Familie zu entledigen und den mir gebührenden Platz einzunehmen, ist in diesem verfluchten Berg. Dem Schicksalsberg? Quatsch! Da unten bei diesen Viechern! Wie sollen dir die kleinen Kerle helfen, an die Macht zu kommen?
Sie besitzen etwas Ungeheuerliches. Eine Maschine, die Maschinen bauen kann. Was? Ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Sie haben auf Knöpfe gedrückt und der Maschine damit gesagt, was sie bauen soll. Und kurze Zeit später kam es aus ihrem Inneren gefahren. Erstaunlich. Das ist nicht erstaunlich. Das ist fantastisch. Sie setzten die Maschine ein, um Ersatzteile zu bauen. Aber stell dir vor, was ein Waffenschmied damit anstellen könnte. Ein Kriegsherr. Oder ich. Das ist in der Tat fantastisch. Das Böse lauert überall, wie es scheint. Überall, genau wie Chancen. Ich wurde von einem verwünschten Ort dieser Welt zum nächsten geschickt. Doch ich habe gelernt, Gelegenheiten zu entdecken, wo andere nur Verzweiflung sahen. Ich hätte dir eine solch lyrische Sprache gar nicht zugetraut. Ich habe einen Schreiber. Hatte. Er schrieb viel Mist. Ich verstehe. Ja. Er wurde umgebracht, alles klar. Warum hat man dich nicht irgendwo hingeschickt, wo etwas mehr los ist? Naja, ich bin als 9. von 6 Kindern geboren. Hä? Bei uns wird nur der Nachwuchs gezählt, den Mutter nicht gleich nach der Geburt verspeist. Oh. Und als 6. Kind hat man es nie leicht. 5 große Brüder und Schwestern, die es auszuschalten gilt. Aber endlich habe ich einen erfolgversprechenden Plan, der mich zu Mutters Liebling machen wird. Alle werden sie mir Respekt zollen. Was für ein Plan? Du bist neugierig, mein Freund. Weißt du, warum es in meinem Umfeld keine neugierigen Menschen gibt? Das interessiert mich nicht, überhaupt nicht. Genau.